Lama, weil irgendwie so Lamas sind eigentlich viel lieb, wenn du sie so siehst, so vom Gesicht her und so. Aber wenn du TPS machst, dann werden die voll aggressiv und dann spucken sie die an. Und wenn sie mir jetzt schimpft, dann spuckt sie mir auch drin, weil sie auch, wenn sie beim Reden, dann fliegen sie diese Spucketeilchen aus. Mama, sie ihre Sachen so machen lassen, wie sie es will, dann was soll's. Also, ich glaube, dass sie ein Tiger wäre, weil sie einfach von der Art her oft gern zurückgezogen lebt und aber auch total stark ist. Ja, sie hat mir einfach viel geholfen und hat dadurch einfach sehr viel Stärke bewiesen. Ja, sie wäre ein Murmeltier, weil sie am liebsten schläft. Sie ist ein Tiger, weil sie beschützt immer ihre Jungen. Ja, ohne Hörgerät einmal. Also, weil sie mich halt, dass sie die anderen nicht versteht, weil das ist dann immer voll blöd, wenn sie dann das nicht versteht und dann sitzt sie da und lacht blöd und sagt, ja, genau. Und nein, und ohne Frisur, ohne eine gescheite, weil sonst daheim, wenn sie mal rumrennt, dann schaut sie ja in Anführungszeichen wie eine Hex aus. Und da macht sie sich dann immer schön, bevor es dann aus dem Haus geht. Also ich weiß, dass sie die Haustür mindestens 5-mal zusperrt, 2-mal wieder zugeht und wirklich als Abdraht ist und ausgeschalten ist und die Haustür zugesperrt ist. Was findet man in der Handtasche? Definitiv einmal ein Kleber für die Zähne. Regenschirm. 5 Bündel Schlüssel, wo keiner weiß, wo die wirklich dahin gehören. Medikamente. Ja. Ja, sie braucht mal ihre Zähne. Und selbst wenn es draußen 30 Grad hat, braucht sie eine warme Jacke, eine Daunenjacke meistens. Dann ihren Stock darfst du nicht vergessen. Ihre Miederstrümpf muss sie anziehen. Vielleicht sogar noch Hauben, wenn es nicht gar so warm ist. ja, wenn es regnet, dann Schirm. Ja, das war es eigentlich. Ja, Hörgerät vielleicht. Ja, aber das war es dann eigentlich. So, sie gingen niemals aus dem Haus ohne ihr Gehwaggerl. Was sie immer dabei hat, ist ihr Handy. Ja, vergessen darfst du natürlich auch nicht die Zähne und Cookie Dent. Und was man nur nicht vergessen darf, ist ein Kamm. Dann finde ich nur, dass sie nicht mehr Auto fahren sollen, weil ja, ich glaube, die Kinder das dann schon nicht mehr so und die sind da irgendwie schon voll abgelenkt und so. Was ist, wenn die dann auf einmal einen Krampf kriegen und dann Auto fahren, dann ja, machen sie einen Unfall vielleicht auch noch. Sie sollte einfach, solange sie noch fit ist und das einfach der Körper und die Psyche zulässt, alles da, was ihr Spaß macht. Weil man sollte das Leben so lange genießen, wie man kann, weil man, es geht oft so schnell. Und ja, der Rest muss man sich eh ausmachen mit sich selber, mit dem Körper, mit der Psyche, was halt dann immer geht. Das kann einem, glaube ich, eh nur der Körper selber sagen. Ja, also sie sollte auf keinen Fall mehr Auto fahren, weil da kommt nichts mehr raus. Das sind nachher die was im 50er und 20er fahren. Sie sollte vielleicht auch keinen Marathon laufen, weil das ist nicht so gesund. Was noch? Fallschirmspringen vielleicht. Weil sonst verliert sie die Zähne vielleicht auch noch. ja, keine Ahnung. Was sollte man sagen? Naja, ist in ein gewisses Alter gekommen, aber fürs Alter noch verdammt heiß. Ich meine, sicher, dort und da sind ein paar Töne und ein paar Falten drinnen, aber das kann man wieder ein bisschen an Kit, bringt man das wieder hin,
schaut wieder verdammt gut aus. Also was ich echt scharf finde, der böse Blick. Mit die dunklen Augen dazu dann, das kommt unheimlich heiß um. Das Einzige, was man ein bisschen vielleicht noch kaschieren muss, hinten der Arsch. Der Arsch ist nicht mehr, ganz perfekt. Den muss man wieder schauen, dass er wieder gut wird. Vielleicht sogar ein bisschen tiefer. Dann passt es. Und wenn das alles so gemacht ist, bist du deppert. Unheimlich heiß, das Ding. Ja, weil es halt witzig ist, eine gute Figur hat. Ja, gut ausschaut einfach, sich bewegen kann. Ja. Hi, ich bin's, der Adi, weißt du, der Mr. Universum, Terminator. Und ich hab gehört, dass du Geburtstag hast heute. Und da wollte ich da den Apfelstrudel von der Mama schicken, hab ihm aber leider selber gegessen. Naja, hasta la vista, Baby. Und ich wünsche dir jetzt alles Gute zum Geburtstag. Und du bist jetzt so alt, wie ich ausschau. Bussi, die steirische Eichel. Liebe Silf, ja, du hast ja heute Geburtstag und wie man üblich sagt, einmal alles Gute zum Runden. Was ich da eigentlich sagen wollte ist, dass wir jetzt kennen wir uns doch schon eine Zeitl und ja, das ist so eine kleine Erinnerung an dich und ich hoffe, dass wir noch weiterhin ganz, ganz, ganz viel so lustige, super, ja, du weißt schon, Jahre hast und ja, alles Gute, ich hab dich sehr lieb und du machst es schon. Silvana, Lieblingsdichte, alles Gute zum Geburtstag. Prost! Prost, nein, nicht Prost, nein. So, liebe Silvana, auch wir, Schnitzel, Kotelett und ich wünschen dir alles Liebe zum Geburtstag und viel Spaß noch. Liebe Silvana, got a little capital in you, Prost for you and happy birthday. Hallo, wo sind wir? Wo sind wir? Nix haben wir zum Trinken. Da muss uns die Silvana Allah was bringen. Tut sie nix bringen zum Trinken, muss sie was singen. Sonst haut's mir heim über den Divan Pakistan. Liebster Spekulino, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Heute feiern wir ein bisschen und ich werde jetzt schon mal anfangen. Prost auf dich! So, liebe Kinder, ihr wisst ja, wir sitzen heute beieinander, weil wir eine Geburtstagsfeier haben. Und wisst ihr, wer Geburtstag hat? Da soll man Kasperl fragen, vielleicht wäre es der. Der Karl! Nein, der Karl hat heute sicher nicht Geburtstag. Der Frell! Nein, der hat heute auch nicht Geburtstag. Na, wer wird's denn sein? Ha? Kasperl, denk mal scharf nach. Die Silvana! Ja, Kasperl, du hast es ja eh gecheckt, wer heute Geburtstag hat. Ach so, ich hab's eh gedacht. Ich sitze nicht heute da unten, ein bisschen öde ist, haha, da hinten sitzt's. Ja, genau, Kasperl, da hinten sitzt sie. Gravuzi Kapuzi, na, da muss man ja gratulieren! Ja, Kasperl, da hast recht, weil wir wird ja nur einmal im Leben 30. Ach, drum hab ich schon so lange nicht mehr gesehen, weil schon so alt ist. Na gut, dann wünsch mir einfach alles Gute zum